Liebe freudige Sänger, dieses Jahr ist alles anders. Auch das Weihnachtssingen im Altersheim muss leider ausfallen. Das ist schade, aber wir werden versuchen, einen kleinen Ersatz zu schaffen. Wir bieten, wie auch bei unseren Gottesdiensten, eine Playlist an. Zum Mitsingen mit vielen Liedern, die wir in den vergangenen Jahren beim Singen immer gesungen haben, aus Hildegard Maybergs Buch. Wie ich in den vergangenen Jahren auch schon ein paar Mal sagte, das gemeinsame Singen oder einfach das Singen ist gut für die geistliche, aber auch körperliche Gesundheit. Leider ist natürlich Singen auch etwas, das den Coronavirus dass die Infektionsrate hochschiebt. Also müssen wir mal alleine oder in ganz kleinen Gruppen singen. Ich lade euch ein, vielleicht in kleinen Gruppen zusammenzukommen mit Nachbarn oder Freunden. Schön distanziert zu sitzen und gemeinsam doch ein bisschen zu singen und sich zu freuen an der Musik. Es gab schon vor 2020 virtuelle Chöre. Ich habe eine Studie gelesen von einem virtuellen Chor, den gab es schon in 2019. Diese Studie kam in 2019 raus. Leute hatten noch die Möglichkeit, in normalen Chören zu singen, aber haben sich diesem Chor angeschlossen. Wer weiß warum, vielleicht war der nächste Chor zu weit weg oder zu fremd. Interessanterweise fand diese Studie, dass die Leute, die in diesem virtuellen Chor, also online zusammengesungen haben, auch ein sehr starkes Gemeinschaftserlebnis hatten und auch hohe Befriedigung und Freude daran fanden. Und das wünschen wir euch auch für dieses virtuelle Weihnachtssingen. Wenn ihr Liederbücher habt, dann könnt ihr immer wieder zwischendurch auf Pause drücken und die Nummern finden. Die haben wir auch mitgeschickt schriftlich, sonst eben auswendig, wo kein Text dabei ist. Die Weihnachtsfreude kann nicht durch einen Virus ausgelöscht werden. Weihnachten ist nicht abgesagt, auch wenn es weniger Weihnachtsfeiern geben kann. Vielleicht, wenn es dieses Jahr weniger laut und hektisch zugeht, können wir die Botschaft der stillen Nacht wieder neu und intensiver hören. Gottes Stimme und den Gesang der Engel hört man am besten, wenn wir still werden. Dann kann das Singen nachklingen in uns und zu einer Botschaft für uns ganz persönlich werden. Das passiert mir am meisten mit Paul Gerhardt-Liedern. Dieser Vers von »Wie soll ich dich empfangen?« ist mir dieses Jahr ganz besonders neu lieb geworden. Das schreibt dir in dein Herz, du hochbetrübtes Heer, bei denen Gram und Schmerze sich häuft je mehr und mehr. Seid unverzagt, ihr habet die Hilfe vor der Tür, der eure Herzen labet und tröstet, steht all hier. Eine fröhliche Singrunde wünsche ich euch allen.